Dieser Vortrag ist eine Ergänzung zu meiner ersten Veröffentlichung über Waffenbesitz und dessen Auswirkungen auf die Sicherheitslage. Es werden Abweichungen zu den Daten aus dem anderen Video auftreten, da ich nach Möglichkeit die aktuellsten Daten verwendet habe bzw. Vergleichszeiträume innerhalb des Videos gewählt habe. Ich verwende hier, auch wenn es nicht ganz korrekt ist, die Worte Mordrate und Tötungsrate synonym zueinander, da ich nicht immer ein und dasselbe Wort sagen möchte. Anfangen möchte ich mit einer Anmerkung. Nach wie vor lehne ich einen freien und unregistrierten Verkauf von aktuell erlaubnispflichtigen Feuerwaffen ab, doch befürworte ich den kontrollierten Erwerb nach aktuellen deutschen Gesetzen. Schauen wir uns mal hier greifbare Zahlen an. Zum Auftakt geht es wieder um Deutschland. Auch zwischenzeitlich wird immer mal wieder ein kurzer Bogen gespannt. Diesmal gehen die Daten auch etwas weiter zurück. Noch einmal möchte ich auf den Artikel im Spiegel vom 11. März 2016 aus dem ersten Video eingehen. In diesem Artikel geht es um zwei Zeitabschnitte. Beim letzten Mal bin ich nur auf den zweiten, kürzeren Teil eingegangen. Der bisher unkommentierte Zeitabschnitt bezog sich auf die Zeit zwischen 1990 und 2015. In diesem Zeitrahmen wurden laut dem Spiegel 234 Personen mit registrierten Waffen umgebracht. Also 9 pro Jahr. Halten wir diese Zahl im Hinterkopf. In Berlin allein fielen 2017 mehr als 4-mal so viele Menschen einem Gewaltverbrechen zum Opfer. Leider wurde in dem Artikel nicht die Gesamtzahl aller Getöteten im gleichen Zeitraum genannt. Insgesamt waren das von 1990 bis Ende 2015 in Deutschland 23.676 Tötungsopfer nach der polizeilichen Kriminalstatistik. Der Anteil der Opfer, die mit registrierten Waffen umgebracht wurden, liegt also bei knapp 1%. Teilweise auch mit geerbten Waffen, die heute nicht mehr schussfähig bei unberechtigten Erben verbleiben dürfen oder in einem Alter, in dem man heute die verwendeten Waffen gar nicht mehr erwerben darf. Ferner wurden die Aufbewahrungsvorschriften mit Wirkung zum 6.7.2017 deutlich angehoben und es finden mehr Aufbewahrungskontrollen statt. Blicken wir dann mal in die Welt. Beginnen wir mit der anderen Seite. Auf den Internetseiten der australischen Regierung kann man diese Entwicklung ablesen. Seitdem das Waffengesetz im Jahre 1996 deutlich restriktiver wurde, ist die Mordrate gesunken. Sie hat sich fast halbiert. Diese Entwicklung auf die Einschränkungen des Waffenbesitzes zurückzuführen, ist auch nur die halbierte Wahrheit. Die Regierung des fünften Kontinents veröffentlicht auch weitere Daten zu seinen Tötungsstatistiken. Wie man in der Grafik sieht, ist die Tötungsrate mit allen Tötungsmitteln gesunken. Ganz oben ist die Gesamtrate. Die Linie der anderen Tatmittel und der unbekannten Tatmittel, die in den letzten Jahren signifikant gestiegen ist, habe ich hier mit angezeigt. Diese blende ich jedoch der Übersichtlichkeit halber aus. Bis auf das Jahr 1992, wo mehr Menschen mit bloßen Händen und Füßen umgebracht wurden, ist das Messer durchgängig ganz oben in der Rangliste aller Tötungsmittel. Man kann auch erkennen, dass der Missbrauch von Schusswaffen auch vor den starken Einschränkungen nahezu konstant sogar unterhalb der Kurve der Tötungen mit bloßen Händen und Füßen lag. Eine klare Bruchkante des verschärften Waffengesetzes ist dagegen nicht erkennbar. Erkennbar ist lediglich ein allgemein geringeres Risiko, seinen Mitmenschen das Leben nehmen zu wollen. Auch möchte ich erwähnen, dass die Zahl der im Privatbesitz befindlichen Waffen inzwischen die Anzahl derer vor der Gesetzesnovelle überschritten hat. Trotzdem sinkt der Schusswaffenmissbrauch. Und schon vor 1996 war es so, dass die Wahrscheinlichkeit, mit anderen Mitteln umgebracht zu werden, circa 3-mal so hoch war, wie erschossen zu werden. Eine andere Tötungsrate dafür stieg. Im Januar 2017 fuhr ein Mann in Melbourne absichtlich in eine Menschenmenge, die Folge 4 Tote, 37 Verletzte, 4 davon schwer. Kommen wir nun von Australien in die neue Welt im Westen. Im Vergleich zu Australien ist in den Vereinigten Staaten der Trend der Mordrate ähnlich. Auf der Internetseite des Bureau of Justice Statistics heißt es: The US homicide rate declined by nearly the half, 49%. Zu Deutsch, die Tötungsrate fiel um beinahe die Hälfte, 49%.
bezogen auf den Zeitraum von 1992 bis 2011 und das ohne ernsthafte Einschränkungen der Waffengesetze. Zum Vergleich: Ein Blick auf die Entwicklung der Tötungsrate in Deutschland zeigt ebenfalls einen starken Rückgang in dem Zeitraum. Laut dem US-Gesundheitsministerium sterben jährlich in den USA etwa 50 Touristen durch Schusswaffengewalt. USA-Tipps.de benennt es anders. Zitat: Die statistische Wahrscheinlichkeit, in Deutschland Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden, ist höher als die, als Tourist Opfer eines Gewaltverbrechens in den USA zu werden. Die USA werden pro Jahr von ca. 75 Millionen ausländischen Touristen besucht. Das sehe ich als ein Indiz, dass es bei den Homiziden dort weniger um zufällige Opfer handelt, sondern mehr um die Eskalation gewachsener Zwiste, Bandenschießereien oder rachemotivierte Straftaten. Dafür spricht auch die hohe Rate an Vorbestraften unter den Homizidopfern, die zwischen 77% und 91% ausmacht. Zumindest in den Großstädten, wo die Morddichte viel höher liegt als in den dünner besiedelten Regionen. Doch wie viele Menschen sterben überhaupt jährlich in den USA mit seinen 320 Millionen Einwohnern durch Schusswaffen? Die Kampfzahl von 33.000 Waffentoten in den USA ist meiner Meinung nach ein künstlicher Scheinriese. Das begründe ich wie folgt. Fangen wir bei den kleinsten Anteilen an. Der Anteil der tödlichen Unfälle, ca. 500 pro Jahr, ist fast immer auf Leichtsinnigkeit oder Unwissenheit zurückzuführen. Bleiben noch 32.500. In der Gesamtsumme werden knapp 1.000 der Waffentoten dort mit Dienstwaffen der Behörden erschossen. Bleiben noch 31.500. Kommen wir zum weit größeren Anteil an amerikanischen Waffentoten. Die verbleibende Gesamtzahl von 31.500 rührt von dem hohen Anteil von ca. 21.500 Suiziden her, die oft von Kritikern mitgerechnet werden, um eine angebliche Bedrohung übergroß aufzubauschen. Bleiben also noch 10.000 Waffentote. Also beinhaltet die Mogelpackung doppelt so viel Luft wie eigentliche Substanz. Leider fand ich keine Statistik über Notwehrtote in den USA oder Statistiken, wo Angreifer auch ohne Schussabgabe vertrieben wurden. Die New York Times schrieb mit Berufung auf das Violence Policy Center Defensive Gun Use am 15. April 2013, dass zwischen 2007 und 2011 durchschnittlich pro Jahr ca. 67.740, also 185 Mal pro Tag, eine Waffe von einem Verbrechensopfer eingesetzt wurde. Behalten wir diese nur selten genannte Zahl im Kopf, die Dunkelziffer nicht mitgerechnet. Wenn man diese Notwehrzahlen berücksichtigt und davon ausgeht, dass die genannten 77% bis 91% der Homizidopfer nicht umsonst vorbestraft waren, drängt sich der Verdacht auf, dass die Mordrate unter den Normalbürgern kaum größer sein wird als die unter den Normalbürgern Europas. Dass der Drogenkrieg in Mexiko bis in die USA vorgeführt wird, wird auch nicht immer bei den Berichten über amerikanische Waffentote berücksichtigt. Apropos Mexiko, schauen wir in ihr Nachbarland jenseits des Rio Grande. In ganz Mexiko gibt es nur einen einzigen Waffenladen. Der befindet sich in Mexiko-Stadt und wird von der Regierung betrieben. Um eine Waffe zu erwerben, müssen mehrere Eigenschaften erfüllt werden. Es werden dort sogar Fingerabdrücke der Waffenkäufer genommen. Mexikos Bevölkerung ist ca. 1,5 mal so groß wie Deutschlands. In Mexiko verloren im Jahr 2016 laut Wikipedia 24.599 Bürger durch Verbrechen ihr Leben, was eine Tötungsrate von 19,3 pro 100.000 Einwohnern ausmacht. In dem Jahr wurden in Deutschland 876 dieser Delikte registriert. In dem mittelamerikanischen Land gibt es viel Bandenkriminalität, insbesondere bezüglich dem Drogenhandel. Wer mit Aspekten außerhalb des Waffengesetzes argumentiert, kann schlecht die geringe Mordrate Japans mit den strengen Waffengesetzen begründen. Japan als westlicher Staat im Fernen Osten wird gern als Beispiel eines sicheren Landes genannt. Trotz des Amoklaufs im Jahre 2016, bei dem 19 eingeschränkte Menschen erstochen wurden. Überall in den Städten des Inselstaats sind kleine Polizeiboxen verteilt. Allein in der Hauptstadt Tokio die stolze Anzahl von über 800. In Berlin wären das fast 300, in München und Hamburg etwa 130, 8 bis 9 Stück pro 100.000 Einwohner in jeder Stadt.
Doch dort gibt es nicht nur viel Polizei. Obendrein sind Zivilisten selbst aktiv und bilden auch bei den Behörden gern gesehene Gruppen, die in ihrer Nachbarschaft patrouillieren. Allein die Präfektur Saitama zählt ca. 5000 solcher Bürgerwehren. Doch die Hauptprävention beginnt im Bewusstsein der Menschen. Kulturell ist Japan wie andere asiatische Staaten seines Kulturkreises kaum mit europäischen oder europäisch geprägten Staaten zu vergleichen. So schreibt die FAZ zu den verhältnismäßig geringen Deliktsraten am 20. Januar 2014, Zitat, Sozialwissenschaftler beschäftigen sich seit Jahren mit dem Phänomen. Die Theorien westlicher Kriminologen, die einen engen Zusammenhang zwischen sozialen Spaltungen der Gesellschaft und Kriminalität festgestellt haben, greifen im Land der aufgehenden Sonne offenbar nicht. Zudem sind Harmonie und Gruppenzugehörigkeit immer noch stärker ausgeprägt. Zitat Ende. Im Artikel ist von einer Kultur der Scham die Rede. Plünderungen bei Naturkatastrophen seien anders als in Europa oder den USA eher die Ausnahme. Allgemein ist im Bewusstsein des ethnisch nahezu einheitlichen Landes die Gemeinschaft höher eingestuft als das Individuum. Doch nun zu den Zahlen. 362 Tötungsdelikte wurden als solche im Jahre 2016 von den offiziellen Statistiken vermerkt. Doch kratzen wir mal etwas an der Oberfläche. Im Land des Lächelns werden überhaupt nur 10% der verdächtigen Todesfälle, also durch fremde Einflüsse, in Form einer Autopsie untersucht. Folglich werden 90% direkt als andere Todesursache eingestuft. In den USA mit der höheren oder ehrlicheren Tötungsrate werden in dem Fall immerhin 60% obduziert. Auch gilt eine vermisste Person nicht als Mordopfer. So verschwinden in Japan mehr als 100.000 Menschen pro Jahr dauerhaft spurlos. Natürlich tauchen die meisten nur unter, doch nicht alle. Wie man anhand von Japan und Mexiko sowie weiteren Staaten des jeweiligen Kulturkreises sieht, ist der, ich nenne es mal, kulturelle Faktor allgemein der maßgebliche Punkt in Bezug auf Tötungen, ganz im Gegensatz zu den Waffengesetzen. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich lese, dass Leute kurzzeitig verunsichert sind, dass es so viele registrierte Waffen in Deutschland gibt. Das ist eigentlich ein Argument für die Unbedenklichkeit des Waffenbesitzes. Denn wenn 5,8 Millionen Kleinwaffen im legalen Privatbesitz sind, ist die Missbrauchsrate mit 9 Toten extrem gering. Immerhin hat Deutschland 82 Millionen Einwohner. Braucht ein Mensch eine Waffe? Braucht ein Mensch ein Spielzeugpferd? Kaspar Hauser hatte alles, was man braucht. Und ein Spielzeugpferd. Braucht man mehr Einkommen als Sozialhilfeniveau? Ich denke, jeder hat etwas, was ihm wichtig ist, aber was man nicht wirklich braucht. Und das wird er mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verteidigen, insbesondere bei unverhältnismäßigen Einschränkungen. Vergleichen wir mal mit anderen Gütern, die für das Wohlbefinden der Individuen von Bedeutung sind. Zum Beispiel Alkohol. Niemand braucht ihn, beziehungsweise wenn jemand ihn wirklich braucht, dann kann dieser Umstand sich nachteilig auf seine Gesundheit und das Umfeld auswirken. Unter Alkoholeinfluss wurden im Jahr 2017 dringend tatverdächtig ca. 20% der Morde, das sind 81, und 30% der Totschlagsdelikte, das sind 65, verübt. Dazu noch 2800 gemeldete Sexualdelikte und mehr als 40.000 schwere Körperverletzungen, von denen ein wesentlicher Teil ohne diesen Einfluss sicherlich nicht stattgefunden hätten. Dazu noch 250 Unfalltote laut Tagesschau.de vom 11.05.2017. Pathetisch ausgesprochen ist, das Recht auf Rausch offensichtlich wichtiger als das Recht auf Leben. Es ist 16-mal wahrscheinlicher, von einem Betrunkenen umgebracht zu werden, als von einem Legalwaffenbesitzer, und dieser Durchschnittswert von 9 wurde berechnet mit Zahlen, bevor einige aktuelle Auflagen und Einschränkungen gültig waren. Die Wahrscheinlichkeit, von einem Sportschützen oder von einem Blitz getötet zu werden, ist vergleichbar hoch, beziehungsweise von einem Blitz nicht tödlich getroffen zu werden, ist 26 Mal so hoch. Aber wer fürchtet schon ernsthaft, von einem Blitz getroffen zu werden? Muss man sich schämen, Sportschütze zu sein? Oder muss man eine Mitschuld an schlimmen Vorfällen empfinden? Habe ich eine Mitschuld oder muss ich mich schämen, ein Mann zu sein? Immerhin werden jährlich pro 100.000 Männern 115 gemeldete Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung gezählt.
Statistisch betrachtet sind Männer per se damit 230 mal so häufig sexuell motivierte Straftäter wie Sportschützen Mörder sind. Doch zum Abschluss rechnen wir nochmal etwas. Bei 1,8 Millionen Legalwaffenbesitzern und den besagten, von ihnen verursachten 9 Todesopfern macht das eine Tötungsrate von 0,5, also halb so hoch wie die der restlichen Bevölkerung. 2016 lag diese bei 1,1 pro 100.000 Einwohner. Man kann also festhalten, dass ein Waffenbesitzer statistisch betrachtet ein halbiertes Risiko ausstrahlt wie der Durchschnittsbewohner Deutschlands. Und wenn man noch etwas genauer differenzieren möchte, bei Tötungsdelikten sind 87,9% der Tatverdächtigen männlich, proportional umgerechnet auf 876 der Gesamttodesopferzahlen, sind also 770 von Männern getötet worden. Leider habe ich keine greifbaren Angaben über die Geschlechterproporzes von Waffenbesitzern finden können, doch wird der männliche Anteil bei mindestens 80% liegen, also 1.440.000 Männer mit Legalwaffen. 87,9% der 9 Legalwaffenopfer sind also von männlichen Tätern erschossen worden, das sind 8. Dadurch wird die Tötungsrate leicht angehoben auf 0,6 bei den männlichen Legalwaffenbesitzern. Im Hinblick auf die männliche Gesamtbevölkerung von 39,9 Millionen Individuen liegt die Mordrate rechnerisch jedoch bei 1,9 Homiziden pro 100.000. Ein Mann mit waffenrechtlichen Erlaubnissen ist also nur ein Drittel so gefährlich wie ein Mann ohne Waffenbesitzkarte. Wäre es also gerecht, Millionen von unschuldigen Bürgern mit deutlich geringerer Auffälligkeit in Kriminalitätsstatistiken wegen vereinzelten Vorkommnissen einzuschränken? Wenn die Wohnung brennt, das tut sie ja gar nicht, ist es ja auch ineffektiv, als erstes den Kamin zu löschen.